Jetzt gibt es wieder das Kneipenduell. Ich bin Jesko und heute drehen wir nicht aus der Linde, sondern wir sind hier beim Open Air des Staatstheaters auf dem wunderbaren Burgplatz. Und wie kann das nicht anders sein? Wir haben natürlich auch den Dom im Hintergrund und passend dazu haben wir dich eingeladen, Dagmar Schlingmann. Sie ist Generalintendantin des Staatstheaters Braunschweig, neu im Amt. Mhm. Und wir wollen darüber reden, wie ihr junge Leute ansprecht, wer die fürs Theater gewinnt und was das Staatstheater eigentlich überhaupt leisten soll oder vielleicht auch muss. 10 Minuten, jetzt geht's los. Ja, du bist Generalintendantin. Was macht denn so eine Generalintendantin des Staatstheaters eigentlich? Viel. Also der Titel ist ja ein bisschen zum Fürchten. Ich weiß auch bis heute nicht so genau, warum manche Generalintendanten sind. Aber die Generalintendanten befinden sich vorzugsweise an großen Mehrspartenhäusern, so wie wir das ja hier haben in Braunschweig. Also wir haben ja 5 Sparten. Ist ja jede Kunstart vertreten, jede dramatische Kunst plus Konzert. Und ja. Welche Arten sind das? Welche 5? Also Musiktheater, Oper, ja. Schauspiel, Tanz, junges Theater, das ist eine eigene Sparte und Konzert, also Orchester. Ja. Ne? Das sind die 5 Sparten, die wir hier haben. Ganz schön viel, ne? Die ganze Menge, es deckt relativ viel Kunst ab, Kunstkategorien. Ja. Du bist das jetzt ja noch gar nicht lange Generalintendantin. Wenn man da so neu ins Amt kommt, da setzt man sich ja auch Ziele. Will was erreichen, will das Theater voranbringen. Was sind denn deine Ziele? Wie willst du gestalten, das Staatstheater? Also ich war ja schon mal Generalintendantin in einem anderen Staatstheater in Saarbrücken und da war auch mein Ziel und so ist es hier auch, dass wir natürlich hier ein sehr wichtiger Ort sind in der Stadt, also eine wichtige Kulturinstitution, wenn nicht die wichtigste vielleicht in der Stadt. Und natürlich ist es heute unsere Aufgabe, dass wir möglichst viele Teile der Stadtgesellschaft auch bei uns im Theater sehen. Wir haben ein sehr unterschiedliches Publikum und wir wollen natürlich diese ganzen Bedürfnisse, die so ein Publikum hat, auch abdecken. Und gleichzeitig ist es mir aber auch wichtig, dass wir so etwas Unverwechselbares auch haben als Theater. Dass wir ein Programm machen, für das wir stehen, von dem wir überzeugt sind, dass wir nach außen tragen, dass wir möglichst natürlich viele, viele Menschen damit erreichen und dass wir vor allen Dingen natürlich gute Kunst machen. Und das ist schon, da haben wir uns natürlich auch schon sehr viel vorgenommen. Das Anspruch. Du hast die Teile der Stadtgesellschaft angesprochen, Zielgruppen. Jetzt geht es ja auch um einen wichtigen Teil der Stadt. Wir sind hier eine Unistadt. Wie der TU Braunschweig gibt es hier viele junge Leute. Wie sprecht er die denn an? Wie gewinnt er die für Staatstheater? Ja. Das ist ja nicht ganz leicht. Also es gibt jetzt tatsächlich auch schon seit einem Jahr oder so gibt es die sogenannte Theater-Flat-Rate. Das ist eine Möglichkeit für Studenten, kostenlos ins Theater zu gehen. Das wird dann über einen AStA-Beitrag abgedeckt. Das ist sehr erfolgreich. Also es kommen in der Tat sehr, sehr viel mehr junge Leute, also Studenten ins Theater. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, ich hatte das auch in Saarbrücken, dass die auch alle gucken. Also die waren dann vielleicht noch nie in der Oper und denken dann, ach, jetzt gucke ich mir das mal an, mal gucken, wie das so ist oder Tanz oder so, habe ich noch nie gesehen. Und dann entdecken die dann vielleicht doch mal so eine Vorliebe für die ein oder andere Sparte. Aber sie sind schon neugierig und zunächst mal haben sie tatsächlich die Möglichkeit, das Theater in seiner ganzen Vielseitigkeit auch kennenzulernen. Das klappt sehr, sehr gut. Also sie gucken sich das sozusagen in der Breite an, aber wenn ich mir jetzt mal eine Kategorie angucke, Oper zum Beispiel, da ist das ja so, dass das junge Leute das vielleicht sich eher lieber mal ein Musical angucken, die klassische Oper, nehmen wir mal eine Wagner-Oper oder sowas. Ja? 5 Stunden, 4, 5 Stunden lang, relativ schwerer Inhalt, Mythen, Sagen. Wie kann man denn da junge Leute in so einer schnelllebigen Gesellschaft, die so durch soziale Medien geprägt ist, dafür ernsthaft gewinnen? Mhm. Also stirbt das dann nicht irgendwann aus? Das glaube ich überhaupt nicht, weil also erstens mal ist gerade die Oper auch wieder stark im Kommen, also wirklich. Und ich meine, gut, wenn wir schon von Wagner reden, also das Interesse an diesen Mythen und Geschichten ist ja absolut da. Also ich meine, dass heute kommt vielleicht der Zuschauer, hat der vielleicht erstmal Herr der Ringe-Film gesehen und dann denkt er, oh, das ist interessant, freut mich und ach, in der Oper ist vielleicht ja auch sowas Ähnliches dabei und geht dann vielleicht in Wagner. Ja, das ist vielleicht ein anderer Weg. Wir bemühen uns aber darum, dass wir vorwiegend auch junges Publikum ansprechen und dass sie die Möglichkeit haben, also auch im Bereich Kinder-Jugend schon mit Musiktheater in Kontakt zu kommen. Aus dem Grund haben wir zum Beispiel das junge Staatstheater jetzt ganz neu aufgestellt. Wir machen nicht nur Projekte im Bereich Schauspiel für junges Publikum, sondern auch gleichermaßen Tanz,
Tanzprojekte und Musiktheaterprojekte. Also das heißt, Projekte, die zugeschnitten sind, ganz dezidiert auf ein junges Publikum, natürlich nicht nur, weil es sind manchmal natürlich auch ganz, ganz tolle Sachen. Und auf der anderen Seite haben wir auch sehr viele Spielclubs, wo Kinder, Jugendliche selber mitspielen und mit Theater machen können. Verstärken. Und das sind so die beiden Tranchen, die wir da haben. Und wir arbeiten natürlich sehr, sehr intensiv auch mit Schulen aber zusammen. Aber jetzt hast du gerade erzählt, dass ihr da so eine Theater-Flatrate habt, dass das dann auch über den AStA mitfinanziert wird. Aber das ist ja alles subventioniert. Also wie kriege ich denn dann die jungen Leute, also kriege ich überhaupt die jungen Leute ohne Subvention ins Theater, wenn die das wirklich zahlen müssen selber? Oder also gehen die nur hin, weil letztlich es irgendwie kostenlos ist oder relativ günstig? Das kommt auch vor, ja. Also ja. Das natürlich, weil Theater kann absolut begeistern. Also es gibt natürlich auch Fans und ich glaube auch, dass wir zum Beispiel im kleinen Haus jetzt eine zweite Spielstätte noch einrichten, die nennen wir Aquarium. Und da wird es auch ein sehr besonderes Programm geben, so mal jenseits vom Repertoire, ein bisschen überraschender, innovativer. Experimenteller oder wie man das auch immer nennen will. Also das ist auch nochmal ein Angebot, nicht unbedingt nur für junge Leute, aber eben zum Beispiel für Leute, die vielleicht jetzt nicht so ganz die klassischen Theatergänger sind. Ja. Dort wird es auch kleine Konzerte geben und andere Formate. Also da denke ich, das könnte schon sehr starkes Interesse auch wecken. Beim Burgplatz Open Air, wo wir ja heute sind, da habt ihr euch jetzt entschieden, zum zweiten Mal ein Musical aufzuführen. Dieses Jahr ist es Hairspray. Ist das nicht auch der Versuch, da das Staatstheater populärer zu machen, weil man eben weiß, dass man mit der klassischen Oper doch schwer die Leute ins Theater bekommt? Also wollt ihr populärer werden? Die Burgplatzentscheidung ist einfach dieses Jahr so ausgefallen, weil wir natürlich jetzt eine neue Intendanz eröffnen, auch im Staatstheater. Und da wollten wir eine schöne große Oper machen, das Don Carlo von Verdi, eine wirklich wahnsinnig tolle Musik. Also, und das ist eine sehr, sehr opulente Geschichte mit viel Chor, Extrachor, großem Orchester, der neue GMD am Pult und so, also das neue Sängerensemble. Und das geht nicht parallel jetzt nochmal mit einer Oper auf dem Burgplatz. Das Hairspray-Musical mag ich persönlich unheimlich gerne. Das ist wirklich eine sehr freche Geschichte, die auch sehr aktuell ist. Und natürlich ist das Musical gehört auch zu unserem Spektrum dazu. Aber wir sind kein Musical-Haus. Also wir können uns das vielleicht einmal im Jahr machen, wir Musical. Und dieses Mal haben wir das Musical eben auf den Burgplatz gelegt. Im großen Haus haben wir dieses Jahr keins. Aber das kann auch sich wieder ändern. Also nächstes Jahr gehe ich fest davon aus, dass wir auch wieder mit der Oper auf den Burgplatz gehen. Und da ist die Oper übrigens sehr populär. Also da kommen die Leute genauso wie beim Musical. Also das ist etwas, was sehr beliebt ist hier in Braunschweig, auch die Oper auf dem Burgplatz. Du hast jetzt vorher darüber geredet, was du persönlich erreichen willst. Während der Zeit deiner Generalintendanz, ich habe im Interview gelesen beim NDR, dass du nicht nur unterhalten willst, du willst sozusagen auch Theater frech sein lassen. Theater muss nerven, hast du gesagt, Staatstheater muss nerven. Jetzt ist es ja in Teilen vielleicht auch nicht ganz leicht, dafür auch junge Leute zu begeistern, wenn ich jetzt die Leute nerve mit Themen, die sie eigentlich von vielen präsentiert bekommen, von Journalisten, von politischen Kabarettisten oder sowas. Muss das Theater jetzt auch noch eine politische Botschaft übernehmen? Ist das nicht ein bisschen viel Anspruch? Also ich glaube, dass das Bedürfnis der Zuschauer tatsächlich wächst, sich mit Geschichten auseinanderzusetzen. Und wir sind ja nicht, wir sind ja keine Theoretiker. Also das heißt, unsere Anliegen oder unsere Message oder wie man das auch immer nennen will, die ist ja immer sinnlich verpackt. Also es ist ja immer eine Geschichte, die da drum rumgesponnen wird. Und es ist mir schon wichtig, dass wir Inhalte präsentieren. Also dass wir in unserem Spielplan Themen aufgreifen, die einfach unsere Gesellschaft bewegen. Ja, also das, dazu ist auch ein Theater, finde ich, da. Theater. Aber reicht denn nicht nur Unterhaltung? Also wäre es denn jetzt schlechter, wenn es nur Unterhaltung wäre? Man sagt, ich muss keine Botschaften politischer Art, gesellschaftlicher Art transportieren. Unterhaltung reicht mir. Würdest du das schlechter machen? Ein gutes Theater ist ja immer unterhaltend. Also das ist natürlich auch mein Anspruch. Also dass wir, egal, also ob das jetzt was Lustiges ist oder was Trauriges oder was Ernstes oder mit Nerven meinte ich übrigens natürlich nicht, dass das Publikum die Augen verdreht und schreiend rausrennt, sondern dass wir so ein bisschen den Finger auch mal auf die Wunde legen und einfach Themen ansprechen, die aber in der Luft liegen und die vielleicht auch mal ein bisschen unbequem sind. Aber das halte ich doch für wichtig. Das ist natürlich nicht nur der Fall in unserem Programm, sondern ich sagte ja schon, der Spielplan setzt sich absolut zusammen aus Stücken, von denen wir total überzeugt sind. Das eine ist vielleicht in dem Sinne nerviger als das andere, aber unterhalten wollen wir natürlich sowieso mit allem, was wir machen, das ist ganz klar. Das spielt da mal eine Rolle. Ich denke jetzt gerade nochmal, habe das Beispiel vorher aufgegriffen, Oper. Wenn ich da an moderne Inszenierungen denke, kann man sogar mal Wagner nehmen. Ja, das ist manchmal, hat man das Gefühl als Zuschauer und liest das auch in der einen oder anderen Kritik,
dass da die Inszenierungen derart abgedreht sind, ja, mit vollgeladen mit Botschaften, dass es dann sehr, sehr intellektuell wird. Und da frage ich mich dann, wie will man dann da die Leute ansprechen, das verständlich machen, ohne dass ich mich lange einlesen muss, das nachbetrachten muss. Ne? Thema Schnelllebigkeit. Also letztlich auch leicht den Zugang schaffen. Das schafft ja ein Musical gut. Da habe ich nicht viel, was ich vorher mir anlesen muss. Das verstehe ich. Ja, es ist aber auch so, dass wir Theaterleute, wir sind auch nicht schlauer als die anderen, ja, das wird auch oft ein bisschen missverstanden. Ich habe sehr, sehr viele Diskussionen mit Zuschauern und die Zuschauer verstehen sehr, sehr viel. Also das heißt, man muss gar keine intellektuellen Vorbildungen haben oder auch sich mit dem Werk schon intensiv auseinandergesetzt zu haben, um dann die Interpretation auf der Bühne zu verstehen. Theaterzeichen sind in der Regel sehr einfach und deutliche Zeichen und manchmal zieht sich vielleicht ein Publikum ein bisschen zurück und sagt, das verstehe ich nicht. Aber wenn man dann mit denen spricht, haben die das wirklich sehr, sehr, sehr gut verstanden. Manchmal sogar bin ich überrascht, weil die dann Dinge sehen, die selbst ich noch nicht gesehen habe oder so. Also Theater lebt ja immer vom Augenblick. Ne? Also ich muss jetzt nicht das Gefühl haben, ich kann nur ins Theater gehen, wenn ich schon ein Theaterkenner bin. Allerdings, und das muss man sagen, die theatralischen Zeichen, das ist schon so, das muss man schon ein bisschen gewohnt sein. Also je mehr Theater man guckt, desto mehr entdeckt man auch im Theater. Das ist schon richtig, ja. Was genau sind die theatralischen Zeichen? Das ist diese Sprache, die du angesprochen hast da sozusagen. Ja, wie man eben ein übersetzt, also etwas, was zum Beispiel nicht über den Text transportiert wird, sondern durch eine Art, sich zu bewegen oder eine Körperlichkeit. Was machen die auf der Bühne? Wie bewegen die sich komisch oder sowas? Wie stehen die im Raum zueinander? Das sind alles Sachen, die was erzählen. Und ich habe schon den Eindruck, je mehr man guckt, auch Filme oder was auch immer, desto, also je mehr geschult wird, so dass der visuelle Blick auf Dinge, desto mehr kann man auch entdecken im Theater. Aber muss ich das überhaupt immer neu inszenieren? Also ich bleibe jetzt nochmal bei dem Beispiel Oper. Kann ich das nicht einfach sozusagen historisch aufführen, so wie es original mal inszeniert worden ist, das einfach nachstellen und sozusagen damit dieses historische Flair auch zeigen, so wie Verdi meinetwegen seine Oper inszeniert hat. Genau das nachstellen. Muss ich das immer modern interpretieren? Ja, das wissen wir ja gar nicht. Also wir haben ja dann noch keine Aufzeichnungen. Aber Berichte gibt es ja schon oder so. Also, ja, aber dann nehmen wir mal Shakespeare zum Beispiel. Weil Shakespeare, bei Shakespeares Inszenierungen, also da, wo er gelebt hat, waren immer die Kostüme zeitgenössisch. Das war völlig wurscht, ob der jetzt Antonius und Kleopatra gemacht hat oder irgendwie einen Sommernachtstraum. Es waren immer zeitgenössische Kostüme, die also aus der damaligen Zeit heutig waren. Und wenn wir aber heutige Kostüme, dann sagen wir alle, aber warum nehmt ihr denn nicht mal historische Kostüme? Das historische Kostüm hat es eigentlich so nie gegeben. Und das sind einfach so Missverständnisse. Theater kann man nicht konservieren. Das ist nicht wie ein Bild, was man im Museum aufhängt, sondern es lebt ja auch immer aus dem Blick, aus der Zeit heraus, aus der wir auf die Dinge schauen. Ich habe schon Sachen erlebt, ich habe Stücke gelesen vor 20 Jahren, die fand ich schrecklich und plötzlich 20 Jahre später habe ich gedacht, was ist denn das für ein tolles Stück? Das müssen wir unbedingt spielen. Also es verändert sich permanent. Also ich höre raus, da steckt viel Anspruch dahinter und im Prinzip habt ihr ein tolles Programm für die Leute, das auch mit der Zeit geht. Aber trotzdem auch nicht nur bei jungen Leuten. Am Ende geht es nur mit Subventionen. Während Theater denkt man ganz ohne Subventionen. Also kämen denn die Leute auch, wenn sie... Ich nenne das nicht Subventionen, ich nenne das immer Investitionen. Weil gut, ich bin natürlich überzeugt von der Wichtigkeit unserer Arbeit. Und ich glaube tatsächlich, dass Theater viel bewirken kann. Und gerade im Bereich junge Menschen, Kinder, Jugend und so weiter, ist das schon sehr, sehr wichtig auch. Eine sehr wichtige Institution. Aber um es ganz klar zu beantworten, ohne die öffentliche Hand kommen wir nicht aus. Also das ist einfach zu teuer. Jetzt muss ich kurz, ich habe ja auch in der Hand, zwar keine öffentliche, aber die muss ich mal an den Wecker bewegen, weil ich muss dir etwas nachhelfen, weil die 10 Minuten sind mittlerweile nämlich schon um unsere Spielzeit. Wie schade. Wir haben nämlich auch eine Spielzeit, die ist jetzt vorbei. 10 Minuten, das ist sehr, sehr kurz. Und deswegen noch eine kurze Frage zum Schluss. Was würdest du sagen, müssen denn junge Leute gesehen haben? Was ist das, wenn die in ein Staatstheater kommen? Was würdest du empfehlen? Das muss dabei gewesen sein, das musst du dir angeschaut haben. Also ich bin jetzt selber, ich habe ja noch, die Produktionen sind noch nicht fertig, ne? Aber ich persönlich bin tatsächlich sehr gespannt auf die Produktion vom Jungen Staatstheater, dieses Tanzprojekt B-Boys Don't Cry. Das ist mit Hip-Hopern und auch Tänzern von unserem Ensemble und die entwickeln zusammen ein Projekt. Das finde ich sehr, sehr spannend und dann finde ich auch Moby Dick im kleinen Haus machen wir nach dem Roman, dem berühmten der Weltliteratur und auch noch die Eröffnung des Aquariums. Das also ist dann Spiel mir das Lied vom Tod. Steht viel bevor. Jetzt kommt ja ein bisschen Wind auf. Mit dem Wind kommt auch Spannung rein, weil ihr habt heute Abend noch eine ganze Menge vor euch. Ich wünsche euch viel Glück mit dem, was heute Abend hier stattfindet. Ein volles Haus, einen vollen Burgplatz.
Vielen Dank, dass du da warst. Aber danke. Gerne, gerne. Ich hoffe nur, das Wetter hält. Wir drücken die Daumen. Dankeschön.